Du hast es wirklich geschafft. Der Feuerteufel bzw. die Feuerteufelerin, sagt man das so, sie wurde geschnappt und das ganz allein nur wegen dir. Herzlichen Glückwunsch, du hast es wirklich alleine hinbekommen. Danke Robin, danke, aber das war echt ein Zufall. Ich bin hier vorbeigekommen, weil ich eigentlich noch einen Tipp haben wollte und dann ist sie mir mit den ganzen Benzinkanistern entgegengekommen. Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, das kann ja alles irgendwie nicht zusammenpassen. Und schwuppsdiwupps hatten wir den Feuerteufel bzw. die Feuerteufelerin. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an Sie. Haben Sie alleine gehandelt? Ich sag gar nichts mehr. Warum? Haben Sie alleine gehandelt oder ist noch jemand in der Stadt, den wir jagen müssen? Ach, Quatsch. Ich sollte doch nur für, ich war alleine. Was haben Sie gerade gesagt? Sie haben gesagt, Sie sollen doch nur für... Für wen sollten Sie irgendetwas tun? Ich sollte für niemanden etwas tun. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Linus, ich glaube, hier gibt's noch jemanden. Das kam mir auch alles schon so komisch vor. Wieso sollte sie denn die ganzen Gebäude anzünden? Dafür hatte sie doch gar keinen Grund. Das mit der Schule hätte ich ja noch verstehen können, nach dem, was wir jetzt erfahren haben. Aber den Rest... Das wäre doch sehr dubios gewesen. Irgendwas ist schon wieder hier im Gange und wir müssen dahinter kommen. Chef, da drin ist alles sicher, es ist alles geklärt. Die Polizei hat nochmal drüber geguckt, es war anscheinend nur wirklich diese eine Frau. Aber wir haben alles gelöscht und die Station ist erhalten geblieben. Sehr gut, Jungs, sehr gut, dann können wir gleich einpacken. Och nee, schon wieder so ein Gaffer. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Was ist denn hier passiert? Die Polizeistation hat gebrannt. Wieso? Sind Sie so ein Gaffer, der immer nur an so Unfallorte kommt und dann sich daran belustigt? Nein, nein, ich wollte nur erfahren, ob es geklappt hat. Wieso? Sie waren es doch gar nicht, oder? Nein, nein, es hat mich gefreut. Vielen Dank für die Info, ich muss weg. Was für ein komischer Kerl. Die Leute heutzutage werden immer seltsamer, tauchen an Unfallorten auf und verschwinden dann plötzlich wieder. Egal, Jungs, Schlauch einrollen und dann zurück an die Zentrale. Wir müssen wieder bereit sein, die Einsätze warten auf uns. Sie wurde geschnappt. Moment, kam dir dieser Mann nicht auch bekannt vor? Nee, ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn auch nicht. Doch, an irgendjemanden erinnert mich dieser rote Pulli. Seltsam. Ach, mittlerweile drehe ich echt schon langsam fast durch. Überall sehe ich Verbrecher, aber wir hatten auch einfach viel zu viel zu tun in letzter Zeit. Naja, dann stehen Sie mal auf, wir bringen Sie jetzt in Ihre Zelle. Dann folgen Sie mal dem Linus. Okay, okay, ich folge ja schon. Habt ihr das gerade mitbekommen? Was war denn? Da war so ein komischer Kerl, der hat gefragt, ob alles geklappt hat. Hä? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich muss die Gefangene jetzt in ihre Zelle bringen. Kann ich da rein? Ist da alles sicher? Ja, ja, da ist alles sicher. Wir haben alles gelöscht. Dann werde ich mal mit dem SEK-Chef Robin Bergmann reden. Robin, hast du das gerade mitbekommen? Was war denn los? Hast du diesen Typ mit dem roten Pulli gesehen? Ja, und der kam mir irgendwie bekannt vor. Was war mit dem? Der hat gefragt, ob alles geklappt hat. Ich glaube, der war irgendwie davon ein bisschen enttäuscht, dass hier nichts abgebrannt ist. Okay, das hört sich doch schon ziemlich verdächtig an. Ich werde mir Gedanken machen drüber, was da wirklich los ist und wer das war. Ich werde es herausfinden. Danke für den Hinweis, vielleicht finde ich ihn ja noch. Schau doch mal da hinten am Feuerwehrauto, vielleicht ist er noch da. Oh, der hat's aber eilig. Was da wohl wieder im Busch ist? Hast du gerade noch einen Mann mit einem roten Pulli gesehen? Moment, was habe ich gerade gesagt? Ein Mann mit dem roten Pulli? Nein. Nein, das kann gar nicht sein. Was ist denn jetzt, Robin? Nee, ich habe niemanden mehr gesehen. Oh, ich ahne nichts Gutes. Ein Mann mit dem roten Pulli, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt in der Zelle. Genießen Sie Ihre Zeit. Ach, sei ruhig, Linus. Woher kennst du meinen Namen? Ich hab's vorhin beim Gespräch mitbekommen. Aber wer weiß, vielleicht bekommst du ja bald noch ganz großen Ärger. Los, zusperren. Wie meinst du das? Das wirst du früh genug erfahren. Der Mann mit dem roten Pulli, Überleg mal, was der vielleicht sein könnte und woher der vielleicht kommt. Der Name könnte dir doch schon ein wenig bekannt sein. Wenn nicht, frag mal Robin, der weiß, was los ist. Der Mann mit dem roten Pulli? Ist er etwa zurück?